Okay, 3, 2, 1. Willkommen zu unserer Co-Show. Ey, mit dir so Fubu Emle. Wir kochen für euch alles. Egal ob süß oder sauer. Wir kochen nicht sauer. Witzig. Burak kocht heute nicht mit. Burak ist heute in der Jury. Und damit herzlich willkommen zu unserer zweiten Kochshow. Die zweite Mbuyu Kochshow. Die zweite Mbuyu Kochshow. Stark, Digga. Yusuf gegen mich. Und Bubu ist heute. Naja, der ist einfach da. Ich bin die Jury heute. Ich probiere euer Essen. Ich bewerte euer Essen. Was machen wir heute? Heute machen wir, wer macht die besten Pasta? Ich bin gespannt, Digga. Wer sonst? Also, ich sag so, ich werde ernst machen. Komm. Ich werde dich rasieren. Okay. Ich würde sagen, lasst schon mal ein Like da, kommentiert das Video, abonniert den Kanal, wenn ihr solche Videos nicht verpassen wollt, ganz wichtig. Und Yusuf, weißt du was? Fang du schon mal an, ich lasse den kleinen Vorsprung. Let's go! Ich werde alles ganz genau unter die Lupe nehmen, von Aussehen bis Geschmack. Mbuyu Kochshow Teil 2. Ich bin einer, der nicht so viel Ahnung hat von Nudeln, Pasta, aber ich habe mir ein Rezept angeschaut. Die nächste Kochshow, wer macht die beste Pasta? Ich habe mir ein Rezept geschnappt von Luigi. Das ist ein Original-Italiener, der alle italienischen Gerichte auf der Welt beherrscht. Und deswegen werde ich diese Folge auch gewinnen. Okay, Freunde, zuallererst kochen wir unsere Nudeln. Also, das sind Penne-Nudeln, Freunde. Und die kochen jetzt für 11 Minuten. Das war's? Ja. Willst du nicht salzen? Nein. Sicher? Ja. Also du wirst nicht salzen? Nein. Alles gut, ich brauch sowas nicht. Emre hat mich blöd angeguckt. Der fragt mich so, kommt da nix rein, Salz oder so. Danach, ich überlege. Er fängt an, seine Nudeln im Wasser zu kochen. Nur im Wasser. Was heißt Salzwasser? Eine Minute später schaut er auf sein Handy und sagt, Emre, was ist Salzwasser? Ich sag, ja, das ist Wasser mit Salz. Ist das Wasser mit Salz? Was ist Wasser? Kochen die Nudeln jetzt in Salzwasser? Ich sag, nein, du hast doch kein Salz reingemacht. Und wie mache ich Salz rein? Ah, ich muss Salz reinmachen dann. Ehrlich? Ja, komm, lass mal kurz machen. Ja, hab ich doch gesagt. Ich bin fast runtergefahren. Freunde, jetzt müssen wir ein bisschen Salz reinmachen. Ey, lüg nicht. Was? Ey, ich mach. Ja, sag, Wallah. Ey, nicht, dass du lügst. Ey, du also, weißt, was geil ist? Ich muss Salzwasser machen und Salzwasser, weißt du? Ja, weißt du, was geil ist? Du tust immer so auf vorbereitet und so alles, aber du hast gar keine Ahnung. Ich hab gelesen, aber ich hab vergessen. Yusuf, wie willst du so eine Kochshow gewinnen? Ich muss Salzwasser reinmachen. Ich mache Salz rein. Danach der lacht. Der hat aber gelacht. So, ich glaube, ich hab halt zu viel Salz reingemacht. Dann reicht es. Während das, die Nudeln kochen, werden wir Zwiebel und Knoblauch in kleine Würfeln schneiden. Okay, ich hab vergessen reinzumachen. Das ist für meine Soße. Wir können schon mal anfangen, glaube ich, anzubraten. Unsere Tomate müssen wir jetzt auch schneiden. So klein. Schneid schon gut, gell? Übrigens, Freunde, wir machen hier ein Gericht Yussi a la Yussi. Penne-Nudeln mit Schafskäse und Tomaten. Und das wird geil schmecken. Ich werde gewinnen. Jetzt machen wir ein bisschen Olivenöl rein. So wenig. Okay, und jetzt machen wir unsere klein gewürfelten Zwiebeln und Knoblauch rein. Wir braten die an. Warum? Ich musste warten, gell? Aber egal, es kann auch jetzt warm werden. Okay, hier mein Assistent hilft mir kurz. Ey! Achso,
Du hast nicht mal probiert, gell? Wie beim letzten Mal. Probieren muss man nicht. Man probiert nicht. Man lässt sich überraschen. Sag nein, was. Nein, hast du nicht. Probiert. Sag. Nein, hast du nicht. Komplett salzig. Probier mal bitte. Alles eine? So ehrenlos bist du, gell? Du bist richtig ehrenlos. Das ist angebraten. Jetzt kommt. Oh mein Gott. Schafskäse rein. Umso mehr Käse, desto mehr schmeckt's. Was? Bitte. Die Zwiebeln waren schon verbrannt. Die waren schon braun-schwarz. Dann habe ich halt alles reingemacht, weil ich hatte Druck. Ich hatte so einen Zeitdruck. Ihr wisst nicht. Innerlich habe ich gedacht, ich hab verkackt. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Was ist das? Butter. Ein Hähnchen. Jetzt mal ohne Spaß, sag ja, doch einfach mal, was Käse. Erst Butter, dann Käse, was ist das jetzt? Was für ein Käse ist das? Ist es cremig? Ist es gerade cremig? Ist es cremig? Nein, noch lange nicht. Ey, mach, wieso hast du aber so wenige Nudeln gemacht? Schnell, hey, hol mal bitte Tasse, Wieso, ich bin Jury, ich mach gar nichts. Es riecht sehr gut. Es riecht verbrannt, Junge. Es riecht gut. Nein, ich darf nicht Jusos Topf benutzen. Du weißt, wie viel Salz der hier reingemacht hat? Das ist egal. Ich weiß, es ganz normal schmeckt nach Wasser. Ich zeige euch jetzt, wie man richtig Nudeln kocht. Yusuf ist gerade da dabei, seine Dingspenne-Nudeln zu machen, aber wir nehmen. Wie heißen die Nudeln? Das musst du mir sagen. Das sind Bandnudeln, mein Lieber. Bandnudeln. Ich bin gespannt. Wir warten, bis das Wasser kocht. Wir geben etwas Salz hinzu. Oh, okay. Aber man muss Salz erst dazugeben, wenn das Wasser kocht. Ich bin ehrlich, ich bin auch gespannt, wie Yusuf sein schmecken wird. Sieht schon interessant aus, aber keine Chance. Emrah, komm jetzt zu deinem Gericht. Ich hab mir deine Nudeln angeschaut. Die sehen aus wie diese italienischen Nudeln. Boah, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Aber ich habe nicht aufgegeben. Ich hab bei mir weitergemacht. Ich hab an mich geglaubt. So, das ist saure Sahne. Und davon machen wir 25 Gramm. Ja, okay, doch. Yusuf, ich glaube, du brauchst eine Waage. Ich hab keinen Bock mehr. Ich mein's ernst, Penne sind zu schwer. Yusuf, ich hab eine Frage. Darf ich jetzt die Frage stellen? Ja, ja. Diese Nudeln, die ich da sehe. Warum? Das hast du so wenig gemacht. Ich mache eine Portion. Ja, du machst nur eine Portion, okay. Okay, ich sehe, du hast da Zwiebeln reingemacht. Voila! Ah, das war süße Sahne. Also, ich fange jetzt auch an. Olivenöl. Was? Mal gucken, was der Emosch heute zu bieten hat jetzt. Kindersicherung, warte kurz. Okay. Richtig und richtig, mein Lieber. Jetzt können wir anfangen. Wir machen ein bisschen Olivenöl rein. Kindersicherung extra für dich. Weißt du, was wir jetzt machen? Okay, okay. Noch nie so gesehen, aber sieht interessant aus. Zwiebeln, Sahne. Genau. Käse. Ja. Das war's. Nein. Und Tomaten kommen da noch rein. Genau. Und, was sagst du? Sieht gut aus. Wir entspannen jetzt ein bisschen. Wir warten so, bis der Pfeffer so aus sich rauskommt. Wir haben sogar noch zu wenig Pfeffer eigentlich. Aber riechst du den Pfeffer schon? Meine Nase ist zu, ich rieche gerade gar nichts. Ja, wir machen mal Fenster zu, dass hier erstickt, weißt du? Langsam rieche ich das auch, ja. Nur die Zwiebeln sehen ein bisschen komisch aus. Die Zwiebeln sehen lecker aus. Ja, ich weiß. Okay, Freunde, jetzt geben wir unsere Tomaten rein. Der wirklich hat einen guten Job gemacht. Das hat auch anfangs ein bisschen verbrannt gerochen, die Zwiebeln. Also danach hat es auch gut gerochen. Also bei Yusuf hatte ich die ganze Zeit schon ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Wisst ihr warum? Weil es auch die ganze Zeit gut gerochen hat. Ob es aber auch so schmeckt, wie es riecht, ist die Frage, ne? Jetzt chillt das bisschen. Ja. Okay. Mein Kopf ist gerade leer, ich mein's ernst. Dann haben wir Parmigiano. Was ist Parmigiano? Kein Parmesan, aber das ist Parmigiano, weißt du? Parmesan. Parmesan hat er hier. Das ist Parmigiano. Digga, was ist das, Parmigiano? Oh. Darf ich auch mal riechen? Das ist verpackt, Digga. Ach so, okay. Bin mal gespannt. Habt ihr was gemerkt? Ich habe genau die gleichen Sachen an wie bei der ersten Folge. Sogar die gleiche Unterhose. Das macht einen Sieger aus. Und das reiben wir hier rein. Ah, diese. Parmesan ist eine sehr gute Entscheidung, weil passt zu Nudeln. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil meine Nudeln sind eigentlich auch fertig. Ja, Digga, du hast auch nicht mehr viel Zeit, ne? Willst du weitermachen kurz? Du hast mir auch geholfen, Digga. Ich habe bei dem nur einen Deckel aufgemacht, Digga. Ihm habe ich nicht geholfen, weil er ist schon ein großer Mann. Spaß, Digga, du bist ein Kind, ja. Was laber ich? Man denkt, ich schreibe jetzt hier dein Ding, dein Parmigiano. Digga, du wirst es danach essen auch. Ja. Riecht nach Käse. Mach Platz. Was passiert hier, Digga? Immer auf die Finger aufpassen. Ich würde an deiner Stelle mal deine Ohren putzen, Digga. Da ist ganz viel Ohrenschmalz. Aber ich hör dich doch. Hörst du mich gut?
Ja. Hallo. Wie sagt man so schön? Es kann nie zu viel Käse sein. Bei zu viel Käse, Digga, kriege ich Bauchschmerzen und muss kacken. Ah, deine Nudeln. Achtung, erschreckt euch nicht. Wir nehmen etwas von dem Nudelwasser hier. Nein, was machst du? Digga, ich hab mich erschrocken, als er auf einmal das ganze Wasser da reingekippt hat. Ich dachte kurz, ich sterbe. Riechst du? Ich riech deinen Käse nur, Digga. Was passiert hier? Was passiert hier? Nebenbei müssen wir immer weiter den Käse reiben. Es riecht nach was, Yusuf? Es riecht gut. Das ist Muskat und wir haben das so gerieben. Yusuf, weißt du, was dein Fehler wieder sein wird, wie beim letzten Mal? Kommst du selbst drauf oder soll ich sagen? Hallo? Genau, abschmecken, mein Lieber. Du machst immer alles einfach so rein. Du musst abschmecken und dann, weißt du, was ich meine? Ja, okay. Da ist schon ein bisschen zu viel Salz, aber... Yeah. Und da auch abschmecken. Probieren, lernen. Ja. Geil. Geil, ich hab mich aber verbrannt. Aber irgendwas ist da zu viel. Am Ende ist so ein bisschen zu viel Salz. Weißt du, was jetzt unglaublich wird? Aufgepasst, meine Damen und Herren. Wir nehmen eine Kelle von dem Wasser wieder. Pumpen das hier mit rein. Okay. Und dann rühren wir das zusammen. Und das wird später unsere Soße. Als nächstes nehmen wir unsere Nudeln. Und Fleisch. Während ich da so am Machen war, war ich etwas unter Stress. Aber ich hatte trotzdem alles im Griff. Und Kletsch! Als nächstes, ich sag wie es ist, rein wie Käse. Schon wieder? Oh, so. Okay. Und jetzt? Nudeln kommen rein und wir rühren das jetzt so zusammen ein bisschen. Ja. Deine Kochschürze, Yusuf, sieht auch nice aus, muss ich dir sagen. Very nice. Ey, ich bin so sicher, gell? Ich werde gewinnen. Es heißt Parmesan. Nein, es heißt Parmigiano. Mami, ich schwöre, ich habe Angst, dass sie sich verbrennt. Pass auf. So. Ja. Okay. Noch nicht so saftig wie bei Yusuf, aber sieht schon saftig aus. Ja. Hallo, pass auf. Und zum Schluss Parmesan da drüber, weißt du? Aber noch 2 Minuten, das sage ich dir. Sehr schön. Wer macht die beste Pasta? Aber ich habe nicht aufgegeben. Ich habe bei mir weitergemacht. Ich habe an mich geglaubt. Ich habe auf eine Hälfte Nudeln gemacht. Ich habe mich strikt nach Luigis Rezept gehalten. Andere Seite wollte ich was machen, aber mir ist nichts eingefallen. Muss man noch üben. Wie bei Vapiano, muss ich sagen, ne? Ey, was passiert hier? Sind wir bei Vapiano? Petersilien? Dann kam das Highlight, Digga. Wow! Wow, wow, wow! Erstmal, ich vergebe einmal Punkte, einmal Aussehen und einmal wie es schmeckt. Habt ihr verstanden? Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Also, ich hab vor. Also. Also ja. Yusuf, du hast dir keine Mühe gegeben beim Beschmücken, weißt du, was ich meine? Okay. Darf ich eine Sache sagen? Ich muss eine Sache muss ich sagen, bitte. Hau raus. Was ist mit der anderen Hälfte passiert? Ja, Digga, wenn hier noch irgendwas wäre, so, weißt du, was ich meine? Oder hättest du es so ja, hier einfach komplett, so mittig, ja. Komplett so verteilt, weißt du, dass hier nicht frei ist? Weißt du, was ich meine? Deswegen... Jetzt einfach so mittig, kann ich dir leider von 1 bis 10 nur 6 Punkte geben. Ich hab was Schlechteres erwartet. Ich war zufrieden mit der 6. Aussehen. Das ist jetzt nur Aussehen. Junge, ich mach dir ernst. Ich esse es noch, Yusuf. Okay? Okay. Aber noch nicht. Warte. Digga, ich sag dir ganz ehrlich, sieht schön aus. Dankeschön. Von 1 bis 10 eine gute 8. Ist gut. Eine gute 8. Gute 8 ist gut. Ich wusste, dass ich beim Aussehen punkten werde. Man könnte denken, Vapiano, ja, gell? Ja, Vapiano. Vapiano. So, man könnte denken, Vapiano. Ja. Ob es aber auch so schmeckt wie bei Vapiano, ist die Frage, ne? Ich würde sagen, probier einfach. Ich fange an. Yusuf, es steht schon 8,5 für mich, Digga. 8,6. Geschmackstest. Probieren wir jetzt mal bei dir erstmal. Riecht schon mal sehr nach Käse, Digga. Spuck aus, spuck einfach aus. Ich probiere erstmal Yusuf eins. Okay.
Hallo, nimm mal ein bisschen so von Mitte, so geh mal in die Soße rein. Ey. Ja, geh. Stopp. Ich probiere so, wie ich will, okay? Okay, mach. Okay, von mir hatten wir schon zwei direkt hintereinander. Ja, okay. Stark. Sehr stark. Ich fang bei dir an. Digga, schmeckt einfach nur nach Käse. Ich weiß nicht, da fehlt irgendwas. Nein, da fehlt nichts. Und hier ist, das schmeckt echt sehr gut, Yusuf. Nur ein bisschen zu viel Salz. Digga. Und wenn Burak sagt, bisschen zu viel Salz, dann ist krank, dann ist brutal. Weil Burak macht eigentlich tonnenweise Salz rein. Genau deswegen. Burak liebt zu viel Salz eigentlich. Mhm. Und wenn der sagt zu viel, Digga, dann ist viel zu viel. Ein bisschen weniger, dann wäre perfekt. Und bei dir, Digga, lass schon mal probieren. Ich weiß nicht, war ja, nicht du, so meins irgendwie. Du musst halt der Typ sein für Käsesoße. Ja. Entweder du magst Käsesoße oder du magst Tomatensoße. Bei dir fehlt ein bisschen Salz. Und es schmeckt sehr nach Käse. Ah, ihr macht jetzt beide eure Augen zu. Gewinnerteller kommt hier drauf. Und wenn ich sag, ihr macht eure Augen auf, dann macht ihr erst eure Augen auf. Okay. Der Gewinner ist auf jeden Fall... Der Gewinner ist von dieser Kochshow heute... Yusuf! Yusuf! Ja. Yusuf! Weißt du, das herzlichen ist Glückwunsch! Schmeckt sehr krass, probiert! Ich habe gewonnen, Freunde! Ich hätte niemals gedacht, doch, ich hätte, doch, natürlich! Ja, am Ende habe ich dann verloren. It is what it is. Yusuf hat diese Show gewonnen, aber das wird meine erste und letzte Niederlage bleiben. Dann kam das Highlight, Digga. Yusuf, sein Essen hat wirklich sehr, sehr, sehr gut geschmeckt. Deswegen habe ich mich auch für Yusuf sein Essen entschieden, weil Yusuf der wahre Sieger ist. Probier! Probier das und du wirst selber sagen, du hast Yusuf gewonnen. Digga, vom Aussehen hast du krass gemacht. Wirklich. Krank. Gib mal. Was? Gar nicht. Was? Krank. Gar nicht, Digga. Ich esse hier weiter. Ich hätte meins gewinnen lassen. Wir brauchen eine andere Jury. Ich sag ganz ehrlich, Yusuf, sein Teller hat echt gut geschmeckt. Deswegen, ich nehme die Niederlage an. Niemals nehme ich die Niederlage an, Junge. Ich mach dich das nächste Mal einfach fertig wieder. Was soll ich was sagen? Darf ich was sagen? Welchen Glückwunsch, Büchse? Deins war auch lecker. Aber Bruder Gabi hat recht, schon viel Käse. Schon ja? Ein bisschen zu viel. Ich sag ja, man muss halt Käsesoße muss man mögen dafür. Ja. Digga, wenn nein, einfach zu viel. Top-Kommentar. Ja. Wird in der nächsten Kochshow gekocht. Genau. Ja. Top-Kommentar. Schreibt in die Kommentare und dann sehen wir uns bei der nächsten Kochshow, meine Lieben. Meine Lieben. Lasst ein Like da, kommentiert das Video und abonniert den Kanal, Freunde. Mann. Hast du noch? Ja. Schön? Aber. Doch wir sind die Besten nur zu dritt. Jeder schaut die Videos, weil wir zu dritt lustig sind. Also alle Daumen hoch und abonnieren. Und nicht vergessen, alle die Glocke aktivieren. Das ist meine Wife, wie sagt mein Leben, sei zu exzessiv. Gib deinen Jahreslohn aus in einer Nobel-Boutique. Behandelt mich wie ein Geek, doch bin grad auf meinem Peak. Jetzt